Wenn irgendein Referent angekündigt ist, kommt erstmal immer meistens kein Clown. Ich komme meistens als Clown und dann sind sie erstmal überrascht, aber gleich sehr offen. Der Clown ist so oft so ein Bindeglied. Also gibt es tatsächlich so ein paar Wissenschaftler, die das Lachen erforschen. Und die haben tatsächlich festgestellt, dass eben die Volksweisheiten, die es da so gibt, dass Lachen gesund sein soll und Lachen ist die beste Medizin, dass das wohl auch so ist. Das ist mein Lachvortrag. Der Humor im Alltag, ich brauche es eigentlich nicht, aber zur Sicherung, also nur zur Sicherheit, falls ich was vergesse. Das ist gut für die Organe, das ist, Lachen ist, senkt Fieber und. Und ich weiß es halt nur, weil ich es gelesen habe, aber ich finde Lachen halt an und für sich schön. Und deswegen bin ich hier auf Mission. Meine Mission ist, den Leuten das Lachen wieder zu lernen. Man verliert das Lachen als Erwachsener leider so ein bisschen. Mein Name ist Dr. Piccolino. Ich bin ein Klinikclown in Neuburg an der Donau. Und wir machen heute ein winzig kleines Lachseminar mit den Damen. Und dazu muss ich vorher aber wissen, ob sie überhaupt gesund genug sind. Sie müssen mir einfach folgende Sache nachsprechen, okay? Machen Sie mal. Sagen Sie mal Hottentotten. Hottentotten. Sehr schön. Hottentotten, Stottertrottel. Hottentotten. Attentäter, Lattengitter. Attentäter, Lattengitter. Geht es Ihnen besser schon? Ja. Ja. Ja, 3 cm Blutdruck hast du. Also wir machen heute ein Lachseminar, was heißt, dass wir nicht einen Grund brauchen zum Lachen, sondern ich werde Ihnen am Ende dieses Seminars mitteilen oder verständlich gemacht haben, dass man auch künstlich lachen kann, wenn einem nicht dazu zumute ist, es aber trotzdem einen Sinn macht, es zu tun. Die Stoffe, die da ausgeschüttet werden, die helfen A, dass man gesund bleibt, das heißt, es stärkt das Immunsystem. Gell? Wenn jeder von Ihnen hat vielleicht schon mal einen Beppen gehabt oder einen Herpes oder was, jeden Tag einmal 8 Stunden lachen, dann ist vielleicht gar nicht mehr so häufig. Kinder lachen 300 bis 400 Mal am Tag. Und lachen meine ich so richtig herzhaft, wie die Mathilde gerade vorher, aus dem Bauch raus, 300 bis 400 Mal, die lachen über jeden Pups, gell? Den man so macht, und das ist schön. Erwachsene machen das nicht. Erwachsene lachen hingegen nur 15 Mal am Tag. Im Durchschnitt, im Vergleich, ist das ein Wahnsinn. Die einfachste Übung, künstlich zu lachen, ist, einen Bleistift oder einen Kugelschreiber zu nehmen und auf den drauf zu beißen. Oder den Finger, wenn Sie sehen, die Mundwinkel gehen nach oben. Und nochmal. Das Nikolauslachen, das kommt vom Bauch raus. Und da werden dann die Darmtätigkeiten massiert. Ja? Nehmen Sie Ihre Handflächen und pressen die so aufeinander. So wie Kinder klatschen. Warum? Weil da werden die Akupressurpunkte in der Hand werden da aktiviert. Und es ist total witzig, wenn man jemanden beim Lachen zuschauen kann. Sonst wirkt es nicht ansteckend, wenn ich in den Boden einlache. Ja? Schauen Sie sich an, begegnen Sie sich, das ist das Schöne dran. Und Sie werden Tränen lachen. Und jede Lach-Yoga-Übung unterbrechen wir wieder mit unserem Klatschen und dann kommt die nächste. Wer wirklich gar nicht lachen kann, kann man sowas nehmen. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Und dann beugen wir uns runter.
Die erste Lach-Yoga-Übung zum Einsteigen machen wir so. Reißen Sie Ihre Arme nach oben und dann... Also. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Sehr schön, wir kommen zu einer weiteren Yoga-Übung. Stellen Sie sich vor, Sie schenken Ihrem Mann zu Hause ein Weißbierglas ein und es geht mit I. Dann nehmen wir die Flaschen, dann nehmen wir die Flaschen und machen wir. Schütten Sie es ihr noch ein und dann nehmen wir es und dann trinken Sie es selber. Ein Lachduell. Gehen Sie aufeinander zu. Und ziehen Sie die Lachpistole oder? So, jetzt wir machen eine letzte Yoga-Übung. Und denken Sie heute Abend an mich, wenn Sie Ihren Mann ein Weißbier einschenken. Vielen Dank. Ja, kriegst du eine Nase. Mensch, wie oft soll ich denn noch sagen? Teilen, teilen, teilen. Ist denn das so schwer?